Hi, ich bin Christian. Ich freue mich richtig, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es was ganz Leckeres. Ein Steak? Ein Braten? Pulled Pork? Nein, wir machen heute ein Brot. Wir grillen ein Brot. Ein Dinkel-Vollkornbrot. Habt ihr Lust mitzukommen? Ich zeig's euch. Kommt mit. Auf geht's. Wir brauchen für unser Vollkorn-Dinkelbrot überhaupt nicht viel. Als erstes natürlich brauchen wir eine Form. Hier habe ich die Kastenform von Petromax. Wir brauchen Dinkelmehl. Wir brauchen Sesamkörner. Wir brauchen Sonnenblumenkörner. Wir brauchen Chiakörner. Zusätzlich nehme ich ein bisschen Brotgewürz hinzu. Ein Würfel frische Hefe. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Essig. Das war's schon. Wir packen die festen Bestandteile in unsere Rührschüssel. Den Chiasamen. Die Sonnenblumenkörner. Den Sesam. Guter Teelöffel vom Brotgewürz. Zwei Teelöffel Salz. Eins. Wir vermengen das Ganze ein wenig. Das reicht eigentlich schon. Der Knethaken kommt rein. Ungefähr die Hälfte vom Wasser. Das lassen wir schon mal ankneten. Unser Hefewürfel kommt hinzu, bisschen klein gebröselt. Und jetzt so viel Wasser hinzugeben, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Noch zwei Esslöffel von dem Apfelessig. Das war es eigentlich schon. Das Ganze lassen wir ordentlich durchkneten. Für 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So sollte er aussehen. Unser Teig. Nicht zu flüssig. Nicht zu trocken. Genau richtig. In der Zwischenzeit haben wir schon wunderbar unsere Kastenform eingeölt, damit der Teig hinterher nicht anbrennt. Hier kommt jetzt der Teig rein, wenn er dann hier rauskommt. Etwas verteilen in der Form. Ein bisschen glatt streichen, am besten mit dem nassen Löffel, dann klappt das nämlich auch besser. Damit der Teig nicht unkontrolliert reißt, schneiden wir ihn ein. Wir packen nun unser Brot, unser Dinkel-Vollkornbrot in der Kastenform von Petromax mittig auf unseren Grill in den indirekten Bereich. Ihr seht, ich habe keinen Brenner an, der Grill ist noch kalt, die schalte ich jetzt erst an. Das hat den Hintergrund. Der Grill heizt jetzt langsam hoch und in der Zeit hat der Teig die Möglichkeit zu gehen und zu kommen. So, wir regeln den Grill jetzt ungefähr auf 200 Grad ein. Wenn er die erreicht hat, wird das Brot so circa 50, 55, 60 Minuten drauf bleiben, bis es fertig ist. Dann sehen wir uns wieder. So sieht es aus nach 55 Minuten auf dem Grill. Mal schauen, wie es geworden ist. Aber erstmal müssen wir es abkühlen lassen. Leider Gottes. Es riecht jedenfalls fantastisch. Wir lassen jetzt das Brot so circa 10-15 Minuten auskühlen. Und dann versuchen wir es aus der Form zu bekommen, aus der Kastenform. Ich hoffe, es klappt. Mal schauen, ob wir das Brot rauskriegen.
Ui, so einfach. Hätte ich nicht gedacht. So sieht's aus. So soll es sein. Jetzt so ein bisschen abkühlen. Und dann schauen wir weiter. Unser Brot ist jetzt weitestgehend abgekühlt. Mal schauen, wie es innen drin aussieht. Sehr kross. Alter Schwede. Sieht gar nicht mal übel aus, ne? Sehr, sehr kross. Gut aufgegangen. Eine homogene Struktur. Sehr, sehr lecker sieht es aus. Es riecht darüber hinaus unheimlich gut. Richtig lecker. Wie probiert man normalerweise gutes Brot? Natürlich mit Butter. Genau das tun wir jetzt. Mal schauen, wie es schmeckt. Das hat wirklich was. Das ist der Wahnsinn. Die einzelnen Körner kommen gut durch. Das Gewürz kommt gut durch. Alter Schwede. Ich würde sagen, Versuch geglückt. So, unser Brot ist fertig. Ihr habt es gerade gesehen. Es ist abgekühlt. Es sieht richtig gut aus. Es riecht gut, es schmeckt gut, die Struktur ist gut. Leute, wer hätte jemals vorher gedacht, man kann Brot grillen? Es klappt richtig gut. Das Rezept habe ich aus dem Internet. Ich schreibe es euch unten unter der Videobeschreibung. Ich habe es um das Brotgewürz ergänzt, was überhaupt nicht schlecht ist. Es ist richtig kross, es ist richtig lecker und es passt zu jedem super tollen Stück Fleisch als Beilage. War richtig gut. Hätte ich nie gedacht, dass man sowas selber machen kann. Vor allem nicht auf dem Gasgrill oder überhaupt auf dem Grill. Wer grillt schon Brot? Also, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Über ein Abonnement freue ich mich allemal, über Kritik auch. Euer Christian, Glück auf!